5 üble Tricks, auf die Frauen reinfallen. Du willst sie wissen? Alles klar, mein Name ist Andy Friday, ich bin seit über 10 Jahren Flirtcoach für Männer und hier lernst du Frauen zu verführen und entlang der Reise die richtige zu erobern, ohne ein Arsch zu werden und ohne dabei die Angst zu haben, dass du nicht genug bist. Eigentlich kotzt mich dieses Thema total an, aber ihr habt danach gefragt, also werden wir das jetzt auch endlich behandeln und schauen, wie viele dieser Tipps tatsächlich auch funktionieren in deinem Alltag bei den Frauen, die du magst. Also, welche Tricks sind dafür nötig, damit du diese Frau verrückt nach dir machen kannst? Wir werden es gleich sehen. Makako, was ist denn der erste Trick? Punkt Nummer 1, mache wenige bis gar keine Komplimente. Okay, warum funktioniert das für manche Arschlöcher oder Männer, die so denken, dass sie Frauen um ihre Finger wickeln können, indem sie sich eine Maske aufsetzen? Denn und für andere Männer, die keine Ahnung haben, wie man mit Frauen umgeht, funktionieren Komplimente überhaupt nicht. Das liegt an einem Grund, weil super viele Männer Frauen Komplimente geben und glauben, dass das zum Ziel führt, dass das funktioniert. Aber was heißt, es funktioniert? Das heißt, diese Männer haben im Hinterkopf einen Gedanken, dass sie möchten, dass die Frau durch das Kompliment auf einmal Interesse an ihnen hat oder ihr Interesse dann auch zurück zeigt. Das heißt, sie erkaufen sich oder sie hoffen, durch das Kompliment sich Interesse oder Zeit mit der Frau zu erkaufen. Dass das nicht funktioniert, ist klar. Ja, ein Kompliment funktioniert nur dann, wenn es wirklich aufrichtig gemeint ist und auch rüberkommt. Und hier ist das Ding, selbst bei den Männern, die ein Kompliment wirklich aufrichtig meinen, sagen sie es nicht auf folgende Art und Weise. Emotional unabhängig. Es ist sehr wichtig, dass wenn du ein Kompliment gibst, du es auch auf emotional unabhängige Art und Weise tust. Das heißt, dass du nichts zurückverlangst. Kein Dankeschön, nicht mal eine Reaktion, nicht mal, dass sie dir zunickt. Wenn du das verlangst, wenn du dann beleidigt bist, weil das nicht kommt, dann hast du das Kompliment nicht wirklich einfach so aus der Güte deines Herzens gegeben. Du hast es nur gegeben, weil du gerne wolltest, dass sie dann auch darauf reagiert. Und das ist leider nicht uneigennützig. Warum funktioniert es also für den Arsch tatsächlich, wenn er keine Komplimente gibt? Weil er sich dadurch von den anderen unterscheidet, weil er zeigt, dass er nicht wie alle anderen versucht, sie zu überzeugen. Und auf den ersten Blick wird das in der Tat natürlich die Frau dazu bringen, dass sie zweimal zu ihm schaut und sagt, warum ist er ganz anders als die anderen Kerle? Ich bin eine 10 von 10, alle anderen hätten mir hier schon mich mit Komplimenten überschüttet. Und dieser Kerl macht einfach nichts dergleichen. Warum? Das macht dich natürlich dann, wenn du das nicht tust, besonders. Aber der Arsch, der macht das nicht nur am Anfang. Der denkt, dass es eine Lebensphilosophie sei, Frauen nicht mit Komplimenten zu überschütten, ihnen gar keine Komplimente zu geben, denn er ist ja besser als sie. Er ist der Preis. Warum soll ich Frauen Komplimente geben? Ich bin der Mann, sie soll mir den Hof machen. Und das ist die Einstellung, die völlig nach hinten geht. Denn das wird dann bei den Frauen irgendwann dazu führen und dafür sorgen, dass sie kein Vertrauen zu ihm aufbaut, dass sie ihn nicht mag. Ich sag dir jetzt was und das ist sehr, sehr wichtig. Irgendwann entlang eines Kennenlernens muss die Frau wissen oder der Mann, wer auch immer. Irgendwann müssen die anderen wissen, dass du sie magst. Wenn sie das nicht wissen, dann geht das nicht voran. Denn dann sind sie, wenn sie dich mochten, sind sie dann enttäuscht, ja, und sagen, okay, irgendwie habe ich das falsch eingeschätzt. Wenn er mich nicht mag, dann höre ich jetzt auf. Und dann verliert sie das Interesse an dir und wird sich nicht mehr bei dir melden, wird dir nicht mehr schreiben, wird sich nicht mehr mit dir treffen wollen. Und ich habe das schon so oft von Frauen gehört, dass sie einen Mann mochten, aber er dann einfach keinen Schritt mehr gemacht hat. Er hat sich nicht Mühe gegeben, dass sie sich treffen. Er hat ihnen nicht mal ein Kompliment gemacht. Er war wahrscheinlich sogar einer der Kerle in den Erzählungen dieser Frauen, der das gar nicht mal so böse gemeint hat. Er war wahrscheinlich so nervös, dass er sich nicht getraut hat zu sagen, hey, wollen wir uns nicht mal treffen, ich würde gerne mal mit dir auf ein Date gehen. Solche konkreten Aussagen, die haben sich diese Männer überhaupt nicht getraut. Und dann hat die Frau interpretiert, er hat kein Interesse an mir. Obwohl er zu schüchtern war, um das zu erfragen, hat sie dann gedacht, okay, er hat kein Interesse an mir. Wie verrückt ist das denn, obwohl der Kerl total verrückt nach ihr war? Das heißt, es ist super wichtig, dass irgendwann mal beide wissen, wir mögen uns. Ich meine, es liegt eigentlich auf der Hand.
Ja, aber ich weiß, im Internet gibt es so viele Sachen, die dich verwirren und versuchen dir den Kopf zu waschen, dass du auf einmal richtig Alpha und männlich sein müsstest und Frauen irgendwie ja, wie Dreck behandeln solltest, damit sie Interesse für dich entwickeln. Das ist alles Quatsch, das ist kompletter Bullshit. Die Sache, die daran stimmt, ist lediglich, dass du nicht wie alle anderen ihr so viele Komplimente machen solltest, weil du glaubst, dass du was zurückbekommen solltest. Ja? Es ist völlig okay, dass du am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst, ihn nicht direkt Komplimente machst. Aber während des Kennenlernens, wenn dich irgendwas überzeugt, wenn du denkst so, wow, du arbeitest in einem Hundeshelter, du hilfst benachteiligten Kindern dabei, integriert zu werden oder finde ich total klasse, du hast ein eigenes Atelier, du malst, wow, was malst du? Du machst Fotografie, cool, was ist denn das Foto, auf das du am meisten stolz bist? Wenn du dich für sie interessierst und dann hat sie eine tolle Antwort parat, Mensch, dann sind Komplimente sowas von angebracht. Das finde ich richtig cool von dir. Finde ich richtig, richtig schön. Zeig mir mal das Foto. Wow. Moment mal. Gute Arbeit. Moment mal. Aber wenn du sowas sagst, läufst du der Frau nicht hinterher? Wo bleibt da die Unabhängigkeit? Ja, genau. Diese Frage, gell? Aber dann bist du doch irgendwann unter ihr, wenn du versuchst, sie von dir zu... Da sind wir wieder dabei. Die Männer, die denken, dass du ein Kompliment machst, um dann, also dass du ihr dann hinterher rennst, die glauben, das wäre eine Competition, ein Wettbewerb von wer ist mehr wert, wer schaut mehr auf den anderen herab und wer schaut mehr zu dem anderen hoch. Die wissen nicht, dass ein Kennenlernen immer auf Augenhöhe basiert. Hier. Ja, und ein Kennenlernen auf Augenhöhe funktioniert genau dann, eine erwachsene Beziehung unter Männern und Frauen, die auch miteinander ein Ziel verfolgen von einer gesunden Partnerschaft, funktioniert nur, wenn du auf Augenhöhe auch imstande bist, deine Zuneigung zu zeigen. Wenn du das nicht kannst, dann wird das niemals vorwärts gehen. Genauso ist es auch wichtig, dass du weißt, dass sie nicht die perfekteste Frau auf der Welt ist und dass du niemals jemand anderen kennenlernen wirst und dass du jetzt auf jeden Fall alle Eier in einen Korb legen solltest. Das ist natürlich genauso fatal. Ja? Das ist leider der Schwachsinn, der viele Männer in diese Welt von, ich will die Namen gar nicht nennen, weil ich denen gar keine Plattform bieten möchte, aber alle, die dir irgendwie sagen, du müsstest jetzt mal Frauen vergessen und dich nur noch um dich selber kümmern und scheiß auf alles, das ist leider sehr traurig, dass solche Stimmen immer lauter werden. Aber die denken halt nur einen Schritt weiter. Die denken nicht zwei, drei Schritte weiter. Die denken sehr kurzfristig, weil sie glauben, okay, bisher kam ich niemals weiter. Ich war immer ganz nett und freundlich und habe Frauen Komplimente gemacht, aber ich kam nie weiter. Also, was mache ich jetzt? Ich mache das Gegenteil. Okay, das ist einen Schritt weiter gedacht. Aber das ist total kindlich, denn um wirklich eine schöne Geschichte mit einer Frau zu schreiben, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen, etwas, was dich wirklich glücklich machen wird, da musst du ein paar Schritte weiterdenken. Ja, die erste kindliche Trotzreaktion ist, okay, dann habe ich kein Interesse mehr an dir. Du willst mich nicht, dann will ich dich auch nicht. Aber der nächste Schritt ist, weißt du was? Ich bin nicht auf dich angewiesen. Ich brauche dich nicht. Okay. Aber weißt du was? Jetzt hast du mich von dir überzeugt und ich finde dich richtig klasse. Das sind deine Fotos? Mega. Richtig, richtig gute Arbeit. Richtig, richtig gute Arbeit. Cool. Schön. Und das ist ein Kompliment, das dann auch gut ankommt, wo sie dir dann auch Vertrauen schenkt. Und der Arsch, der Typ, der irgendwie glaubt, dass er niemals Frauen Komplimente geben sollte, der kommt dann auch nie weiter. Die einzigen Frauen, die er dann von sich überzeugen kann, sind die Frauen, die kein Selbstbewusstsein haben, die dann unbedingt ihn weiter von sich überzeugen wollen, weil sie selber nicht daran glauben, dass sie gut genug sind. Und das sind keine Frauen, mit denen du eine glückliche Beziehung führen kannst. Wenn du selber so sehr davon überzeugt bist, dass du nicht gut genug bist, dass du anderen die ganze Zeit von dir überzeugen musst, dann fehlt bei dir noch eine ganz gesunde Einstellung, die nötig ist, um eine wunderschöne, langfristige und glückliche Beziehung zu einem anderen Partner aufzubauen. So, niemals Komplimente geben oder kaum Komplimente geben ist inkorrekt. Punkt Nummer 2. Antworte ihr nicht auf all ihre Fragen. Okay, also, in der Tat, das ist wahr, aber aus einem anderen Grund, als viele glauben. Antworte ihr nicht auf ihre Fragen heißt so viel wie, tue das, woran du glaubst und du brauchst dich dafür nicht zu erklären. Ja, du brauchst also nicht in Erklärungsnot zu geraten, um jemandem Gründe dafür zu geben, dass deine Existenz ja okay ist und dass du die Dinge tust, weil sie doch gut genug sind, oder?
Und das ist natürlich niemals gut, denn du brauchst nicht zu erklären, warum du die Dinge tust, die du tust, woran du glaubst, warum du daran glaubst. Du kannst es machen. Du kannst es machen, aber das ist hier das wichtige Verb. Nur weil du es tust, heißt es nicht, dass du dich beweisen musst. Ja? Das heißt, wir reden hier von einer ganz unabhängigen Basis. Okay, nehmen wir dafür ein konkretes Beispiel. Du bekommst per Textnachricht 3-4 Fragen von ihr gestellt. Ja? Sie hat dir eine lange Nachricht geschickt, du hast ihr eine lange Nachricht zurückgeschrieben. Und dann hat sie dir ein paar Fragen gestellt. So, wo kommst du eigentlich her? Online-Dating, ja? Wo kommst du eigentlich her? Und wo warst du zuletzt im Urlaub? Wow, fandest du es da schön? Und wie hat es dir gefallen? Lauter solche Sachen. Der höfliche Mann würde wahrscheinlich auf all diese Fragen antworten. Aber hier ist die Sache. Eine Beantwortung der Frage ist nicht immer die beste Antwort. Ja, wir geben dir ein anderes Beispiel. Wenn jemand dich fragt, was machst du beruflich? Die Beantwortung der Frage wäre zum Beispiel, wenn du in der Automatisierung von irgendwelchen Drehschrauben arbeitest, dann würdest du sagen, ich bin Abteilungsleiter bei VW, wir machen Drehschrauben und dort sind wir verantwortlich für die ganze Automatisierung dieses Kraftwerks. Keine Ahnung, so. Das wäre die Wahrheit, das wäre die Beantwortung der Frage, aber das ist nicht die beste Antwort, denn ein Flirt, ein Kennenlernen zwischen zwei Menschen sollte nicht ein Interview mit Frage, Antwort sein, wo keine Emotionen drin stecken. Das ist nicht die beste Kennenlernphase. Ja. Das machen die meisten Männer falsch. Sie denken, ein Kennenlernen ist quasi, ich stelle Fragen, sie antwortet und stellt mir Fragen. Und so lernen wir uns kennen. Aber das ist nicht einander kennenlernen. Das ist lediglich bei einem Geschäftsessen Informationsaustausch. Ein sehr trockener Informationsaustausch. Das ist nicht aufregend, da ist keine sexuelle Spannung, da ist überhaupt nicht die Möglichkeit, dass sie sich in dich verliebt. Und wenn du dich schon in sie verliebt hast, aufgrund dieser sehr platten Information, dann ist das keine echte Liebe, denn du hast dich lediglich in ihr Aussehen verguckt. Die Informationen haben noch überhaupt keine Basis dafür gegeben, dass sie wirklich ein Mensch ist, der es wert ist, in dem man sich verlieben sollte. Ja, wo sind ihre Werte? Wo sind ihre Überzeugungen? Was sind ihre Visionen für die Zukunft? Wie ist sie in der Vergangenheit mit Situationen umgegangen? Positiven wie negativen Situationen? Was für ein Mensch ist sie? Aus welchem Holz ist sie geschnitzt? Wenn du jemanden kennenlernst, auf einem Date, wirklich in die Tiefe gehst, und das sind dann keine Interviewfragen, sondern dann gehst du in die Tiefe und du willst wirklich wissen, du gibst dich auch nicht einfach nur mit ein paar Antworten zufrieden, sondern du willst nochmal nachhaken. Warum ist das denn so? Warum hast du das genau gemacht? Also sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das finde ich jetzt gerade echt spannend und wichtig. Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Aber warum hast du das damals so gemacht? Das sind die Fragen, die dann auch in die Tiefe gehen, ohne dass das Ganze sich wie ein Interview anhört. Das ist sehr wichtig. So, jetzt sind wir aber in dieser Situation noch gar nicht im Date, sondern sie schickt dir diese ganzen Fragen und du bist dabei, sie zu beantworten. Das ist nicht die beste Antwort. Es ist eine bessere Antwort, einfach mal emotionaler ihr einen Impuls zu geben. Das kann auf das, was sie gefragt hat, sich beziehen, muss es allerdings nicht. So, wir haben das Beispiel von dem Bürojob, ja, in der Automatisierung. Eine andere Antwort wäre zum Beispiel, ich baue Roboter, die in der Zukunft die ganze Welt beherrschen werden. Aber das sind gute Roboter. Ich sorge schon dafür. Die haben einen guten Auftrag von mir. Ja, die werden auch Schokolade verteilen. Zum Beispiel, ja, irgendein Quatsch, der vollkommener Blödsinn ist, aber das Ganze in eine spaßigere Richtung lenkt. Ja. Nehmen wir wieder dieses Beispiel, sie schickt dir all diese Fragen. Keine Antwort zu schicken bedeutet nicht, sie zu ignorieren. Es bedeutet nicht, dass du sie da hängen lässt und niemals ihr antwortest auf das, was sie geschickt hat. Es bedeutet allerdings, dass du erstens nicht dazu gezwungen bist, sofort zu antworten. Du kannst dir auch Zeit lassen, ja. Es gibt überhaupt keinen Zwang, sofort zu antworten. Besonders, wenn du die Nachricht nicht sofort gesehen hast, weil du Besseres zu tun hast im Leben, als die ganze Zeit auf dein Handy zu starren. Zweitens, du musst nicht ihre Fragen beantworten, um eine gute Antwort zu geben. Und drittens, gute Antworten sind emotional wertig. Was bedeutet emotional wertig? Das bringen wir dir in der Flirt Masterclass bei. Das Ganze findest du, wenn du hier auf den Link klickst, dann kriegst du dort eine Erklärung, wie wir miteinander sprechen, sodass du dann auch in der Flirt Masterclass das Ganze lernst.
Mittlerweile haben wir auch noch andere Möglichkeiten für dich. Klick auf jeden Fall hier drauf und informiere dich, wie wir miteinander arbeiten können. Denn ich bringe dir ohne Probleme bei, wie du dann auch auf der Arbeit mit Frauen flirten kannst, damit das Ganze auch weitergeht und nicht mehr die ganze Zeit so stagnieren muss. Ja, damit du auch mit ihr auf ein Date kommst, damit ihr auch miteinander euch küssen könnt, damit du weißt, wann du sie küssen sollst, damit sie einen Schritt auf dich macht und natürlich auch, dass ihr dann miteinander zusammenkommt, schließlich auch miteinander schlafen werdet. So. Oh ja. Emotional. Genau, das ist genau diese Art von Fragen zu beantworten mit emotionaler, wertiger Antwort ist doch viel besser als einen starken Macker zu imitieren und so zu tun, als hätte man es nicht nötig, auf Fragen zu antworten, weil man doch stärker und besser ist. Vor allem auch, wenn du weiterkommst, bist schon übers Date hinaus und bist vielleicht schon in der Vorform einer Beziehung oder in einer Beziehung drin, kommst nach Hause und es sind wahrscheinlich diese Situationen, die vielleicht diese Alphas meinen, so, wenn die Freundin dann fragt, wo warst du, mit wem warst du unterwegs, hast du Spaß gehabt, warum bist du nicht ans Handy gegangen, dass in solchen Situationen dann sagen, antworte nicht auf all ihre Fragen, was vollkommener Bullshit ist. Du könntest genauso gut in solchen Momenten sagen, ich hatte den Spaß meines Lebens und du hättest dabei sein müssen. Warum bist du nicht gekommen? Du hättest es fühlen müssen, genau. Im Kopf. Ich habe an dich gedacht. Wo warst du mit deinen Gedanken? Genau. Ja. Das ist eine emotional wertige Antwort, die sie direkt auch involviert. Ja. Das bringt das Ganze auf das nächste Level. Wo wir gerade von nicht beantworteten Fragen und beantworteten Fragen sprechen. Ich habe in letzter Zeit viele Feedbacks von euch bekommen. Menschen, Männer, die diese Videos gut finden, die neuen. Männer, die alten Videos noch besser fanden. Männer, die jetzt gerade super happy sind, weil wir hier noch viel mehr in die Tiefe gehen können. Und natürlich uns selber ihre Fragen auf Instagram zuschicken, per Sprachnachricht oder hier unter dem Video als Kommentar ihre eigenen Fragen zuschicken. Das ist alles super cool. Aber die Sache ist, manche Menschen möchten diese neuen Formate, manchen Menschen möchten sie nicht. Und aufgrund dessen haben wir hier auf YouTube etwas verzeichnet, wo Männer die Videos wieder, also den Kanal deabonnieren oder auch abonnieren. Das Ganze ist gerade so im Schwanken, da verändert sich gerade was und ist völlig okay. Veränderung passiert manchmal und das ist auch sehr gesund. Ja, genauso wie Partner. Manche Menschen kommen, manche Menschen gehen. Manche Menschen kommen in unser Leben, begleiten uns für eine Weile und dann sind wir mit ihnen auf einem Gleis und irgendwann verabschieden wir uns und dann können wir uns auch mit Dankbarkeit voneinander verabschieden. Und dann kommen neue Menschen oder Frauen in dein Leben, die vielleicht für den Rest deines Lebens an deiner Seite sein werden. Und das sind natürlich die Menschen, die wir auch gerne hier an unserer Seite, hier auf dem Kanal auch beglückwünschen möchten, dass sie hier sind. Ich freue mich, dass du hier bist. Wenn du dieser Bewegung hier ein Zeichen setzen möchtest, dass du kein Arsch, kein Alpha, keiner von diesen manipulativen Leuten bist, sondern ein Mann mit Herz, dem es wichtig ist, dass Frauen ihn auch genauso sehen wie er sie, nämlich mit Wertschätzung, dann setze hier ein Zeichen und klick auf Abonnieren. Ja, damit wirst du hier diesem Kanal und den Männern wie dir sehr viel weiterhelfen. Klick auf Abonnieren und dann drück daneben auch auf die Glocke, denn die Männer, die bisher auf Deabonnieren gedrückt haben, die diese Videos vielleicht nicht mehr möchten oder nicht so gut finden, die haben natürlich auch auf YouTube einen Einfluss darauf, ob diese Videos gesehen werden von anderen oder nicht. Wir können gemeinsam ein Zeichen setzen, dass mehr Leute diese Arten von Videos sehen, die ein Zeichen setzen, dass nicht alle Männer Arschlöcher sind, dass nicht alle Männer Frauen manipulieren oder irgendwie so behandeln wollen, dass sie nur ihren eigenen Vorteil rausziehen. Wir zeigen, es gibt auch Männer wie dich, die etwas Gutes bezwecken wollen und die einfach nur eine Beziehung, eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe mit einer anderen Frau aufbauen wollen. Also, setz ein Zeichen, drück jetzt auf Abonnieren, damit wird YouTube das auch erkennen und dann freuen wir uns, dich hier auch in der offiziellen Familie der Andy Friday, Makako, Pelschmann, Dominik und wie wir alle heißen, auch zu begrüßen. Also, mein Lieber, drück jetzt auf Abonnieren. Oh yeah. Punkt Nummer 3. Hab keine Zeit für Sie. Sorry, jetzt habe ich was getrunken. Warte mal, ich trinke mal kurz was, dann kannst du es sagen. Jetzt hat der Andy keine Zeit für mich. Punkt Nummer 3. Hab keine Zeit für sie. Alright, warum ist es wichtig, dass du keine Zeit für sie hast? Wenn du einen üblen Trick haben möchtest, um Frauen um deine Finger zu wickeln, dann solltest du keine Zeit für sie haben. Was ist das bloß für ein Schwachsinn? Wenn du keine Zeit für sie hast, wie willst du sie dann verführen? Wie willst du dann mit ihr in der Kiste landen? Wie willst du mit ihr zusammenkommen, wenn du keine Zeit für sie hast? Wortwörtlich. Ah, nee, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und ich sage das deswegen, weil ich das immer wieder erlebt habe. Und es gab tatsächlich auch mal eine Phase in meinem Leben, wo ich solche Tipps ernst genommen habe, wo ich gedacht habe, okay, ich darf keine Zeit haben für diese Frau. Ich werde ihr zeigen, ich werde ihr zeigen, dass ich ganz unabhängig bin. Und da ist eine Frau, eine gute Freundin von mir, mit der ich immer noch in Kontakt bin. Das war vor über 10 Jahren. Da habe ich diese Frau, bestimmt schon 12 Jahre her oder so,
Da habe ich diese Frau über Wochen hinweg immer wieder gesehen. Wir haben im gemeinsamen Freundeskreis immer wieder miteinander gelacht. Wir sind in dieselben Bars gegangen. Schöne Zeit gehabt, aber ich habe die ganze Zeit so getan, als wäre ich nicht zu haben. Ja. Und dann sind wir mal nach Hause miteinander gelaufen und ich habe sie geschnappt und wir haben miteinander geküsst. Wir haben uns zusammen geknutscht. Und ich habe mir gedacht, ha, ich werde dir zeigen, dass ich keine Zeit für sie habe, um noch begehrter zu werden. Und wir sind nach Hause gelaufen und ich weiß doch genau an der Stelle, wo es zu ihrem Haus ginge oder zu meinem Haus, an der Stelle habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt. Ja. Ich hab jetzt heute keine Zeit. Heute wird nichts laufen zwischen uns. Und sie so, okay, warum? Ja, ist halt so. Okay, und dann ist sie nach Hause gegangen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich war richtig stolz auf mich damals. Gedacht, so, genau richtig gemacht. Ich habe gezeigt, dass ich ein unabhängiger Mann bin. Und danach ist nie wieder was zwischen uns passiert. Nie wieder geknutscht, nie wieder geküsst. Noch ab und zu gesehen, aber auch unsere Freundschaft hat darunter gelitten. Und es ist nie wieder was passiert. Jahre später, als ich wieder mit ihr in Kontakt war, und jetzt sind wir wieder in guten Kontakt, habe ich sie gefragt, was damals, ob sie sich noch daran erinnern kann. Sie so, ja. Und hat gesagt, ja, du wolltest ja nicht mitkommen mit zu mir. Ich so, du wolltest mich also mit zu dir nach Hause nehmen, oder? Ja, natürlich wollte ich das. Und danach ist nie wieder was passiert. Dieser Schwachsinnstipp zeigt, dass du keine Zeit hast für sie. Willst du gelten, mach dich selten. Hat dazu geführt, dass ich eine der tollsten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, über Jahre hinweg nicht mehr in meinem Freundeskreis hatte, nicht mit ihr zusammen war. Vielleicht wären wir zusammengekommen. Ja, wir hätten definitiv in der Nacht eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und ich habe etwas verpasst, was ich sonst nicht verpasst hätte, was, wenn es jetzt immer wieder passieren würde, ich bestimmt irgendwann bereuen würde. In meinem Fall habe ich meine Lektion daraus gelernt und habe natürlich ab diesem Zeitpunkt dann auch mein Leben verändert und bin sehr froh drum, denn die Männer, die bei uns im Coaching lernen oder zu uns sagen, ja, ich sollte der Frau zeigen, dass ich keine Zeit habe, die kriegen sehr, sehr schnell ihren Kopf gewaschen. Habe ich einen Mann zum Beispiel, der kam ins Coaching, der hat gemeint, ja, ich habe sehr viel Erfolg bei Frauen. Oh, erzähl mal, wie sieht das bei dir aus? Ja, also viele Frauen, so gar kein Problem, sie anzusprechen und das funktioniert auch alles. Aber was heißt denn, es funktioniert? Wie viele Frauen hast du denn jetzt eine Beziehung gehabt? Ja, noch gar keine. Okay, mit wie vielen Frauen hast du geschlafen? Ja, so mit 2. Okay, was in den letzten Monat oder wann? Oder wie? Nö, 2 halt so bisher. Ah, Ende 20, mit 2 Frauen geschlafen. Interessant. Und du glaubst, das funktioniert, was du machst. Ja, ja, ich zeige, dass ich kein Interesse an denen habe und dann melden die sich die ganze Zeit bei mir. Ah, okay, und dann? Wann trefft ihr euch dann? Na gut, das kommt meistens nicht zustande. Ah, siehe da. Dieser Mann hat sehr schnell seinen Kopf gewaschen bekommen und jetzt ist er mit einer Frau zusammen, wo er mir gerade vor kurzem wieder ein Foto von den beiden geschickt hat. Wir haben hier die Fotowand noch gar nicht aufgebaut, die kommt jetzt in den nächsten Videos. Wenn wir hier mal die ganzen Kunden von uns, die glücklichen Teilnehmer, die im Coaching ihre Freundinnen kennengelernt haben, hier mal aufhängen alle und dann wirst du mal sehen, wie viele lächelnde Gesichter da oben sind, da freue ich mich schon drauf. Aber hier, um das, worum es wirklich geht, ist nicht keine Zeit zu Frauen zu haben, um ihr irgendwas vorzumachen, dass du attraktiver wärst als irgendwie andere. Ja? Es geht darum, auf Augenhöhe Menschen zu behandeln und das ohne Furcht, ohne Angst abgelehnt zu werden, ohne die Angst, dass sie denken könnte, du bist nicht gut genug für sie. Denn wenn wir alle ganz ehrlich sind, ist das die eigentliche Angst, die wir hier haben, wenn wir uns eine Maske aufsetzen, wenn wir so tun, als wären wir jemand, der wir nicht sind. Wir haben Angst, nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden. Und das ist eine Wahrheit, die wir erstmal ganz trocken hinnehmen müssen, dass diese Angst unser Leben bestimmt. Nicht unser Aussehen, nicht wie wir bei anderen ankommen, nicht wie viel Zeit wir angeblich für andere haben oder was wir dann beim Schreiben sagen oder nicht sagen. Es ist am Ende des Tages immer wieder diese Angst. Wir verhalten uns anders, weil wir nicht verurteilt werden wollen, weil wir vor allem nicht einen Korb bekommen wollen, abgewiesen werden wollen. Ja. Und wenn du lernst, diese Angst abzusetzen, dann bist du wirklich frei, der liebenswerte, romantische Typ zu sein, der du eigentlich auch sein willst. Lass dich nicht von dieser Angst leiten. Ja? Wir helfen dir sehr gerne dabei. In der kostenlosen Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse bauen wir für dich einen persönlichen Leitfaden auf, an welchen Punkten es gehadert hat in der Vergangenheit, wieso du immer wieder Angst hattest und ob das überhaupt begründet war oder nicht, aber ob diese Frau vielleicht sogar dich mochte und du hast die Signale nicht erkannt, wie du diese Signale erkennst und wie du diesen Leitfaden für dich ab sofort in deinem Alltag umsetzen kannst.
Das machen wir mit dir. Ja? Die Männer bei uns in der Flirt Masterclass, die lernen innerhalb von 10 bis 13 Wochen, wie sie auf der Arbeit, im Freundeskreis oder sogar bei der Frau, die sie beim Bergsteigen, Wandern oder im Park begegnet, weil sie gerade ein Buch liest, so von sich verzaubern können, dass sie auf Augenhöhe mit ihnen eine Beziehung beginnen können. Daher haben wir so viele schöne Geschichten auf Lager. Ich werde hier mal ein paar Bilder einblenden von den ganzen Männern, die bei uns gerade super happy sind, bei uns im Coaching, in der Flirt Masterclass, die ihre Freundin kennengelernt haben. Das ist für dich möglich. Also mein Lieber, klick hier oben hin und informier dich. Auf der nächsten Seite bekommst du dann alle Informationen, wie diese kostenlose Charisma-Analyse genau ablaufen wird. Ja? So, mein Lieber, jetzt wollen wir darüber auch reden mit der Sache beim Schreiben. Wenn du beim Schreiben mit einer Frau keine Zeit für sie hast, dann ist das auf gewisse Art und Weise, und deswegen gibt es diesen Tipp auch, es ist nicht so verkehrt, dass du nicht die ganze Zeit für sie hast. Aber das ist das Eigentliche, worum es geht. Du solltest nicht die ganze Zeit für sie haben, aber aus einem ganz einfachen Grund. Weil du gute Dinge in deinem Leben tust, die dir Spaß machen und die du nicht aufgeben willst. Ja? Wenn du dich zum Beispiel jeden Donnerstag zum Sport machen mit deinen Freunden im Park triffst, dann solltest du das nicht einfach aufgeben, weil sie sagt, ich habe Donnerstagabend, um dich zu treffen. Dann sagst du, Entschuldigung, Donnerstagabend, da treffe ich mich mit meinen Jungs, wir machen immer Sport im Park. Dann sag das. Hab dann keine Zeit für sie. Aber gib mir doch Alternativen. Sag doch, ich könnte Mittwochabend oder alternativ Sonntagvormittag für etwa 2 Stunden, bevor ich dann meinen Neffen abhole. Also von etwa 12 bis oder von 10 bis 13 Uhr. Können wir ein Eis essen gehen? Das können wir machen am Sonntag. Gib ihr Alternativen, wo du Zeit hast. Und das ist auch ganz wichtig, damit ihr euch treffen könnt. Damit ihr zueinander findet, müsst ihr auch zeigen, dass ihr euch sehen wollt. Und da liegt es echt an dir, jetzt keine Maske aufzusetzen und so cool zu tun, als wärst du unerreichbar. Zeig, dass du sie magst, dass du sie sehen willst. Dann kommen wir auch alle zueinander. Dann können wir endlich mal eine Welt füllen, in der Menschen auch stolz darauf sind, dass sie guten Herzens sind, dass sie gute Intentionen haben und auch lieben können, lieben wollen. Und dann gibt es auch mehr Liebe auf der Welt und dann wirst du auch mehr Liebe spüren. Wir sind verdammt nochmal hier in der Lage, das auch zu starten. Also sei einer der Männer, die das starten können. Es liegt an dir und das kannst du. Das darfst du auch. Das möchte sie auch. Du darfst dich trauen, wieder zu lieben. Vergiss diese Angst und hör nicht auf die Stimmen, die dir sagen, du müsstest irgendwie so und so sein, irgendwelche üblen Tricks anwenden. Das ist alles Bullshit. Das funktioniert auf kurze Sicht, weil sie dann denkt, du bist anders. Oho, interessant. Aber dann was? Dann geht's einfach nicht weiter. Das darf doch nicht das Ziel sein, dass dann nicht weitergeht. Dann kannst du dich stolz auf die Schulter klopfen, so wie ich es damals gemacht habe. Und dann ist nichts passiert zwischen dieser Frau und mir. Ja? Erst 8 Jahre später ist dann was passiert, als ich meine Lektion gelernt habe. So. Kommen wir zur nächsten Regel, die wir hier auseinander mal analysieren müssen oder auseinandernehmen müssen. Makako, bitte. Regel Nummer 3, gestrichen. Regel Nummer 4, zeig ihr, wer das Sagen hat. Oh Gott, ich muss lachen. Oh Gott, was sind das alles für Tipps? Nur mal hier zur Klarstellung, das sind nicht Sachen, an die wir beide glauben. Makako liest das hier gerade vor, weil wir uns überlegt haben, welche Tipps sind denn Tipps, die man so im Internet so sieht. Das glaubt keiner von uns natürlich so, ja. Also, zeig ihr, wer das Sagen hat. Zeig ihr, wer das Sagen hat. Ja, darfst du auch machen. Wer hat denn das Sagen? Meine Mama. Das wäre eine witzige Antwort, ja. Wer das Sagen hat, das seid ihr beide. Ihr habt beide das Sagen. Du und sie. Was jetzt? Ihr habt beide das Sagen. Willst du ihr das zeigen? Okay, das kannst du ihr in der Tat zeigen. Also, der Tipp ist ja eigentlich so gemeint, dieser üble Trick, dass du ihr keinen Schwachsinn durchgehen lässt und dann sagt sie, hey, ich habe keine Zeit für dich. Oder sie zieht dich irgendwie seit Monaten bist du in der Friendzone und sie sagt, ja, ich habe leider keine Zeit, da treffe ich diesen anderen Typen, der ist voll süß. Dass du ihr dann sagst, okay, alles klar, hör mal Mädel, ich mach das nicht mehr mit, bla 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 bla. Und das Ganze dann eben sehr hart und sehr schroff machst. Dass du ihr zeigst, wer der Boss ist und so ein Quatsch. Aber das, was funktioniert, ist nicht, dass du dich zum Boss aufspielst. Sondern was funktioniert, ist, dass du ihr und dir selber erlaubst, auf Augenhöhe zu sein. Das heißt, du erlaubst dir selber, dass du auch was zu sagen hast. Und du erlaubst ihr, dass sie was zu sagen hat. Ein Beispiel. Wenn ich mit einer Frau in die Tiefe gehe auf einem Date und ich möchte unbedingt wissen,
wann sie zum Beispiel das letzte Mal geweint hat. Weil mich das einfach total interessiert, weil ich dadurch sehr viel ableiten kann über ihre emotionale Welt, über ihre Werte und wie sie einfach aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Da gehe ich innerhalb von ein paar Sekunden manchmal schon beim Date schon rein. Ja? Und das ist sehr, sehr spannend. Dann reden wir manchmal eine halbe Stunde nur über dieses Thema. Aber ich gebe ihr, wenn ich diese Frage stelle, dann mache ich das nicht einfach nur so und sage, hey, sag mir mal, wann war das letzte Mal, dass du geweint hast? Ja, ich habe das zu sagen. Ich bin der Boss. Nein, ich sage ihr, wer hier was zu sagen hat. Ich sage ihr nämlich, dass sie was zu sagen hat. Ich sage ihr, hey, ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen, aber die Sache ist, ich kann es total nachvollziehen, wenn du nicht darauf antworten möchtest. Okay, ich gehe jetzt gleich in die Tiefe, es wird ein bisschen persönlicher. Ich weiß, das möchten nicht alle Menschen sofort, wenn sie jemanden kennengelernt haben, und das ist völlig okay für mich. Also, wenn du das nicht willst, dann musst du das nicht. Okay, es liegt echt an dir, wie du willst. Aber ich hätte jetzt eine persönliche Frage. So, wenn du möchtest, dann würde ich sie dir jetzt stellen. Und weil ich ihr diese Freiheit gegeben habe, weil ich sie daran erinnert habe, wer was zu sagen hat, nämlich sie und ich, dadurch denkt sie sich dann, okay, er hat mir eine Möglichkeit gegeben, einen Ausweg, das ist sehr respektvoll, gleichzeitig ist er so emotional intelligent, dass er mir sagt, was er möchte. Er ist also in Balance. Er sagt, was er will, aber er gibt mir genauso den Respekt, dass ich genauso haben darf, was ich möchte. Ja? Und wenn ich einen Ausweg möchte, wenn ich nicht die Frage beantworten will, dann ist das auch okay. Das ist das, was uns dann aufeinander zukommen lässt. Das ist es, was eine Connection aufbaut, die so tiefgründig ist, wie sie die anderen Typen alle nicht hinbekommen, die glauben, sie müssten zeigen, wer hier der Boss ist. Die kriegen so eine Connection einfach nicht hin. Die kriegen keine langfristigen Beziehungen hin. Ich kenne diese Typen. Keiner von ihnen hat eine langfristige, glückliche Beziehung, wo die beiden miteinander immer noch lachen, immer noch glücklich sind, immer noch zusammen spazieren, Händchen halten und einfach happy sind, wenn man mit ihnen redet. Das kriegen die alle nicht hin, weil die alle von so einer verkehrten Denke herkommen, dass sie glauben, ich müsste dir zeigen, wer hier der Boss ist. Sie ist genauso der Boss wie du, okay? Ihr seid auf Augenhöhe. Es geht aber von dir aus, dass du euch beiden diese Möglichkeit erst in den Raum stellst. Denn wenn du das nicht machst, dann seid ihr beide in einer Welt, in der das irgendwie komisch ist. Keiner weiß, woran er ist. Es ist unser Job. Unser Job, mit unser Job meine ich nicht der Job des Mannes oder der Job von hier, von den Alphas oder so ein Quatsch. Ich meine uns, dir als Zuschauer und mir. Wir, die wir das erkannt haben. Ob du ein Mann oder eine Frau bist, völlig egal. Wir, die wir das erkannt haben. Es ist unser Job, anderen zu zeigen, dass es eine schönere Welt gibt, wenn wir alle mehr zu unseren Bedürfnissen stehen würden. Und dazu gehört, dass wir die Bedürfnisse von anderen respektieren. Und das können wir ansprechen, okay? Ganz offen. Hey, ich würde gerne das und das machen. Wie siehst du das? Ja? Und das ist der Weg, mit dem ihr dann auch zueinander kommt. Also, wo waren wir? Zeig dir, wer das zu sagen hat. Ja, genau, ist richtig. So, es ist richtig, können wir hier drauf klatschen? Bam! Richtig, aber nur wenn du verstehst, wie es wirklich gemeint ist. So. Ja. Das ist noch einmal das Thema zur Führung. Aber Führung ist wieder ein anderes Thema, das können wir das nächste Mal besprechen. Ja. Aber du hast einen sehr, sehr schönen Satz, den du mal letztens in deiner Podcast-Folge gesagt hast. Da sagtest du nämlich, führen ist nicht ziehen. Nee, wie hast du es nochmal gesagt? Führen ist, wenn du sie einnimmst, aber sie nicht ziehst. Ich komme da nicht mal drauf, hilf mir da mal weiter. Ich weiß nicht, was habe ich da gesagt? Du hast doch gehört. Hey, vielleicht hast du es ja gehört. Schreib es in den Kommentaren, was ich da gesagt habe. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, klick mal hier oben hin. Da findest du unseren Podcast mit der aktuellen Podcast-Folge, was Führung wirklich bedeutet und wie du Frauen auf solche respektvolle Art und Weise dahin führst, dass sie auch ins Schlafzimmer kommt. Ja, also führen bedeutet nicht wild den anderen Menschen hin und her zu zerren und zu sagen, da geht's lang. Es bedeutet, kleine Impulse zu setzen, um zu zeigen, wohin es lang gehen könnte. Also Richtungen vorzuzeigen. Und das setzt dann nämlich den richtigen Impuls. Wie beim Tanz geht es nicht darum, zu zerren und zu ziehen, sondern eben kleine Impulse zu setzen. Und dadurch merkt sie auch, wohin wir jetzt gehen. Ja, aber auf eine grazile, schöne, angenehme Art und Weise, die respektvoll abläuft und auch viel mehr zum Ziel führt. Für euch beide. Ja, als irgendwelche rabiaten Versuche. So, das ist Führung. Stehe zu deinen Bedürfnissen, aber lasse ihre Bedürfnisse außer Augen. So, jetzt noch mein Deutsch. Stehe zu deinen Bedürfnissen, aber lass ihre Bedürfnisse nicht außer Augen. Ja. Punkt. Ja, mein Lieber. Und noch viel mehr Tipps dazu. Das ist von Andy. Viel mehr Tipps dazu. Cool. Hier oben im Podcast. Ja, Mann, was ist der Frage letzte... Lass mich das noch einmal machen. Ja, Frage Nummer 4, gestrichen. Yes.
Jetzt kommen wir zur fünften. Ich versuche jetzt ernst zu bleiben. Punkt Nummer 5. Mach sie eifersüchtig. Alright, cool. Also, wenn du mich eifersüchtig machen willst, dann klick bei den ganzen anderen YouTubern auf Like, aber nicht hier auf dieses Video. Dann werde ich ganz schön eifersüchtig. Und dann hast du diesen üblen Trick bei mir angewandt. Ist natürlich Quatsch. Ja, gerne darfst du mir hier ein Like hinterlassen. Das würde mich extrem freuen. Damit setzt du auch ein Signal, dass die Dinge, die wir hier sagen, irgendwie mit dir auch Anschluss finden. Und dass du nicht möchtest, dass noch mehr üble Tricks hier in die Welt kursieren, sondern dass die Menschen, die gerne mit anderen Menschen zusammenkommen und nicht, weil sie benutzen wollen, sondern weil sie gerne mit anderen Menschen zusammen sind, dann auch diese Tipps hier sehen, die ihnen vielleicht dabei noch besser helfen. Also mein Lieber, klick auf Like, damit machst du mich nicht eifersüchtig. Oder sag mir in den Kommentaren, ob du mich eifersüchtig machen willst. Dann kannst du das auch sehr gerne machen. Aber sag auch bitte, wie du das machen willst. Genau, wie hast du das vor? Also, mein Lieber, mach sie eifersüchtig. Grundsätzlich ist es in der Tat, aber hier, die Menge macht das Gift. Wie viel Salz tust du in die Suppe, bis sie dann versalzen ist? In der Tat ist es gar nicht so verkehrt, wenn sie merkt, dass du dich nicht voll und ganz für sie entschieden hast, sondern dass du weiterhin auch Auswahl hast und mit anderen Frauen dich triffst. Wir reden hier nicht davon, wenn ihr zusammen seid und ihr seid in einer monogamen Beziehung, dann solltest du nicht mit anderen Frauen schlafen und ihr das irgendwie ins Gesicht treiben. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, wenn ihr noch nicht zusammen seid, wenn ihr zum Beispiel einfach nur Arbeitskolleginnen seid, wenn ihr Arbeitskollegen seid, ja, ich habe so viele Männer, die zu uns in die Charisma-Analyse gekommen sind, die mir erzählen, da gibt es diese eine Arbeitskollegin und ich mag sie, aber um ehrlich zu sein, war ich letzte Woche auf einem Date mit einer anderen Frau, Online-Dating kennengelernt. Das habe ich meiner Arbeitskollegin natürlich nicht erzählt. Und ich sage, Moment mal, warum hast du es ihr nicht erzählt? Ja, das will sie ja bestimmt nicht hören, das würde sie ja eifersüchtig machen. Warum sollte das so schlimm sein, wenn sie hört, dass du ein sexueller Mann bist? Dass du ein Mann bist, der Bedürfnisse hat, der auch von anderen Frauen begehrt wird und der keine Probleme hat, diese Bedürfnisse auch gestillt zu bekommen. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, dass er auch wahrscheinlich ziemlich gut darin ist, die Bedürfnisse von Frauen zu stillen. Ein Mann, der für Frauen da ist, der macht daraus keinen Hehl. Der sagt ganz normal, ganz, als wäre es die normalste Sache der Welt. Ja klar, ich habe mich da letzte Woche mit Susi getroffen. Oder er erzählt einfach, dass er auf einem Date war. Ja? Es ist keine Schande, dass du sexuell aktiv bist oder dass du das sein möchtest. Dann darfst du davon auch erzählen. Du brauchst diese Details nicht zurückzuhalten. Okay? Wenn sie weiß auf der Arbeit, dass du dich mit anderen Frauen triffst, dann wird sie vielleicht anders über dich nachdenken und nicht mehr nur als besten Freund, der asexuell ist, der niemals mit ihr etwas anfangen wollen würde. Nö, sie wird dann denken, boah, warum war er mit ihr auf einem Date und nicht mit mir? Du wirst mal sehen, wie sich dann auch eure Dynamik untereinander verändern wird. Wir haben bei uns Teilnehmer, der Sebastian, der hat ebenfalls in der Flirt Masterclass die ganze Zeit, Sebastian ist jetzt schon länger bei uns, ist schon in einem weiteren Programm bei uns und hat eine Freundin, die er aktiv in die Friendzone gesteckt hat, weil er sich gedacht hat, ich möchte mal sehen, wie das so ist, wie wenn Frauen total verrückt nach mir sind und versuchen, mich zu überzeugen nonstop, dass wir doch miteinander schlafen sollten. Und diese Frau, die er in die Friendzone gesteckt hat, weil er gesagt hat, du, wir können gute Freunde sein, ja, aber eben nicht, weil er keine Ahnung hat, wie man mit ihr zusammenkommt, sondern weil er aktiv wollte, dass sie eine viel, viel prickelndere Beziehung miteinander haben, hat er das gesagt. Und sie versucht ihn die ganze Zeit, wenn sie sich sehen, aufs Bett zu schmeißen und zu sagen, ja, ich fände es total heiß, wenn ein Mann mich einfach so mal packen würde und aufs Bett schmeißen würde. Und dann sagt er so, ja, fändest du bestimmt ganz, ganz cool. Und du siehst einfach in ihrem Gesicht die ganze Zeit, du könntest es ja auch mal machen, so. Und es ist so spannend, wie sie versucht, ihn die ganze Zeit zu verführen und um den Finger zu wickeln. Und er kann sich das leisten, weil er ganz genau weiß, dass sie nicht die einzige Frau auf der Welt ist. Okay? Und das ist einfach eine Wahrheit, die du auch für dich akzeptieren musst. Diese eine Frau auf der Arbeit oder im Freundeskreis oder wo du gerade wohnst oder die du einmal von früher noch kanntest, ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Ist nicht die einzige Frau, bei der du jemals wieder eine Chance haben wirst. Es gibt viele Frauen, mit denen du eine Chance haben wirst. Und
selbst dieser Begriff macht mir kein gutes Gefühl, eine Chance haben. Ihr habt beide eine Chance auf ein tolles Leben. Dazu befolgt die Dinge, die wir bisher gesagt haben. Ja? Komm in die Charisma-Analyse. Hol dir diesen Leitfaden, wie du diese Chance ergreifen kannst. Ich helfe dir sehr gerne dabei, aber du musst verstehen, dass diese Chance nicht nur bei dieser einen Frau ist, sondern bei vielen Frauen. Und um das zu erleben, darfst du dieser Frau auch sagen, dass du gerade schon ein anderes Date hattest. Also eifersüchtig zu machen, nicht unbedingt so gemein zu sein, dass du die ganze Zeit Frauen ins Gesicht reibst und versuchst, da irgendwelche Dramen draus zu stricken, wie bei GZSZ. Nein, aber in der Tat so eine kleine... Absichtlich den falschen Namen nennen. Ja, ja. Zum Beispiel. Also es ist mehr ein natürlicher Effekt von einem ganz normalen, gesunden Sexualleben. Ist bei der einen oder anderen Frau der Effekt, dass sie dann eifersüchtig sein werden? Das ist völlig okay. Ja? Du machst es nicht absichtlich. Du machst das, weil du zu deinen Bedürfnissen und zu deiner Sexualität einfach stehst. Und wenn das bei dem einen oder anderen zu Eifersucht führt, so sei es. Ja? Und das ist die genau richtige Prise Salz. Also könnte ich tatsächlich, ich würde nicht 100% sagen, ich würde auch nicht 60% sagen, ich würde aber vielleicht, ich weiß es nicht, mach sie eifersüchtig, vielleicht zu 51% tatsächlich sagen, dieser Satz ist sogar wahr. Nicht absichtlich, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn andere Menschen merken, dass du attraktiv und begehrt wirst. So, kleben wir hier mal ein Wahr drauf, dann ist eins dieser Sachen auch mal wahr. Halb wahr. Schön, mein Lieber. Dann haben wir doch einen halben Punkt, der bestehen bleibt. Welcher ist der? Ach so, der halbe, welcher meinst du? Ein halben Punkt, der letzte. Welcher ist der? Ein Punkt, der stehen bleibt, zu 51%. Ja, genau. Ja, mein Lieber. Also, wenn du möchtest, dass wir dir zeigen, wie du dieser Mann sein wirst, der die Frau auch von sich nicht nur überzeugt, sondern wo die Frau dann überzeugt ist, dass er für sie genau der Richtige ist, weil du ein guter Kerl bist, ein Mann mit Herz, dann komm in die Charisma-Analyse, klick hier hin, wir freuen uns darauf. Und wenn du das nicht tust, dann ist es auch völlig okay, dann ist es ganz wichtig, dass du unabhängig bist und dass du nicht von irgendjemandem sagst, was du zu tun oder was du nicht zu tun haben musst. Alright, mein Lieber, du bist ein freier Mann, du bist ein gutherziger Mann. Zeig der Welt, dass du das bist. Komm hierher, ich erkläre dir ganz genau, wie das funktioniert. Bis dahin, alles Liebe.